Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozork Mega S zum neuen Video. Ich begrüße euch heute ganz herzlich mal wieder zu einem Classic Vlog bei mir. Ich bin heute mal wieder unterwegs. Es ist gerade, ich halte es mal so wie im Fitzember ran an die Uhr. Wupp, kurz vor 8. Und was soll ich euch sagen? Der Termin für meinen Vater ist heute dran. Also, wie ihr es ja mitbekommen habt, ist mein Vater ja schon etwas älter und der braucht Hilfe. Corona ist immer noch draußen, jetzt gibt es Mutationen. Mein Vater ist über 80 und der will sich natürlich nicht anstecken, also braucht er jemanden, der ihn bei so Sachen begleitet. Heute hat er einen Termin beim Ohrenarzt und beim Hörgeräteakustiker, also beim hier der Typ, der die Hörgeräte macht. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mich jetzt schon fertig gemacht. Ihr seht vielleicht, ich bin... ja, leger gekleidet, würde ich sagen. Ich habe waschen, duschen. Ich muss mir die Haare noch machen, damit die mir ja ganz gut stehen. Ich sehe es gerade im Spiegel da drüben. Und dann fahre ich los und hole den Fatih ab. Und dann müssen wir gucken, dass wir erstens rechtzeitig zum Termin vom Arzt kommen, weil der soll irgendwann um 9 Uhr sein. Also ich muss jetzt wirklich gleich losfahren. Und um 9.30 Uhr ist dann der Termin beim Hörgeräteakustiker in der Hoffnung, dass das da auch alles klappt. Ja, und Kaffee habe ich heute Morgen keinen mehr gekocht, weil es so ist, dass ich noch von gestern Kaffee übrig hatte. Das heißt, ich habe jetzt den Rest von gestern gerade aufgewärmt. Den trinke ich jetzt noch. Ja, und als nächstes ist, ich bin ja froh, ich filme euch das mal raus. Vielleicht noch mal, dann könnt ihr das erkennen. Es hatte ja die letzte Woche extrem viel geschneit. Seit gestern sind Plusgrade und es schmilzt halt alles. Ich finde das sehr, sehr gut. Dadurch muss ich jetzt heute keine Scheiben kratzen und halt auch kein Auto kratzen. Das hätte mich natürlich mega angekotzt. So, und jetzt heißt es für mich als nächstes Schuhe anziehen und ja, fertig machen und los geht's. Achtung, die Kamera läuft. Wenn du dann vorbeiläufst, dann sieht man deinen Arsch, aber ich muss das rausschneiden. Dann gehst du durch, das ist egal, dann muss ich das rausschneiden. Aber ich muss einen schwarzen Balken. Oder ich verschiebe die Kamera einfach. Warum filmst du dich denn beim Schuh an? Ich wollte eine Zeitraffaufnahme machen. Das kannst du jetzt vergessen. Das ist richtig. So Leute, angezogen bin ich jetzt auch. Ich nehme noch den Pfand mit. Ich habe hier unten noch alte Pfandflaschen. Es ist sehr dunkel gerade, merke ich gerade von der Kamera. Ich hätte mal die Autobelichtung anschalten sollen. Aber ich glaube, man kann mich gerade noch so erkennen. Irgendwie, ja, muss ich das doch nochmal ändern und anpassen. In der Küche brennt auch noch das Licht. Wir haben es jetzt kurz nach 8. Und das heißt natürlich für mich, ich muss jetzt loslaufen, muss zum Auto und losfahren. Und ja, dann sehen wir uns gleich im Auto wieder. Eigentlich ganz geiles Wetter, strahlender Sonnenschein, läuft hier. Also, können wir losfahren, auf geht's. Ja Leute, also es ist wirklich so, es ist noch relativ früh, es ist jetzt 8.11 Uhr. Und der Plan ist ja jetzt wirklich, ich hoffe, dass der Vater soweit fertig vorbereitet ist, also fertig ist, dass ich ihn auch gleich einsammeln kann. Also weil in der E-Mail vom Hörgerätetypen stand drin, er müsse vorher zum Ohrenarzt, der ist aber darüber informiert und der Termin ist davor. Um 9.30 Uhr hat er den Termin bei dem Hörgerätetypen. Das heißt also, ich schätze jetzt mal, dass der Termin für den Ohrenarzt dann um 9 Uhr ist. Ah, jetzt blendet mich das nicht mehr. Okay, eben war die Sonne ist noch sehr tief. Es ist wie gesagt ja Februar und es ist halt, die Sonne steht noch sehr tief halt morgens um 8. Also die ist ja dann noch nicht so hoch und dadurch wird man überkrass geblendet hier. Aber ja, ich hoffe, dass das jetzt alles klappt gleich und ich rufe auch den Vater, glaube ich, gleich auch noch über ja, Autotelefon halt, über Freisprecherinrichtung an, damit er informiert ist, ey Digga, ich komme jetzt vorbei. Und hoffe natürlich, dass der auch soweit fertig ist, weil der schläft normalerweise immer bis um 8 Uhr oder 8.30 Uhr und ist dann nicht so fit morgens. Und so ein Termin, das macht ihn natürlich dann doch schon ganz schön fertig. Ja, aber ansonsten muss ich jetzt sagen, erstmal ganz gechillt, so hat alles gut funktioniert. Ich bin wie gesagt ganz froh, dass es heute nicht mehr schneit und nicht mehr glatt ist. Es sind plus 4 Grad heute. Und ja, da geht es schon. Es ist alles geschmolzen eigentlich. Alles jetzt, die Feuchtigkeit ist weg und... ja, wenn das jetzt erstmal so bleibt, die nächsten
anderthalb Wochen wäre ganz gut. Jetzt wäre, glaube ich, mal Zeit, in eine Autowaschanlage zu fahren, nachdem jetzt hier die ganze Schnee und Scheiße weg ist, damit das Auto mal wieder sauber wird und alles. Und ja, ich denke, dann müsste ich mich mal um das Problem mit meinem Lack kümmern. Ich habe noch vorne rechts am, dort wo mir ja jemand reingefahren ist, da ist ja nicht nur der Lack ab, sondern da ist ja sogar Metall darunter angekratzt worden und das fängt jetzt an zu rosten und das ist sehr, sehr scheiße. Und ich habe auch schon Lackstift gekauft, aber ich müsste mir mal gucken, vielleicht muss ich das mit so einem, wie nennt sich denn das, mit Waschbenzin und so einem Rostlöser erstmal einsprühen, dann abfeilen, was heißt feilen, also mit so einem Schleifpapier abschleifen, dass es halt glatt ist und die Oberfläche wieder korrekt ist und dann mit dem Lackstift halt drüber gehen und dann, ja, sieht zwar nicht schön aus, aber rostet dann jetzt erstmal nicht mehr. Und dann muss ich mir mal gucken, muss ich mal überlegen, ob ich das dieses Jahr schaffe, zur Automechaniker zu fahren, also zu einer Werkstatt, der das auch souverän für einen schmalen Taler ausbessert. Das ist halt, das ist dieser klassische Fahrradfluchtunfall. Einer im Vorbeifahren fährt einer gegen und düst davon, Alter. Und man kann in Berlin da nichts machen und in Berlin sowieso, von der Politik her und von der, allem, was hier drum und dran ist, sind es ja sowieso die Meinungsmache schlechthin und die Autofahrerhasser. Also jeder, der hier in Berlin wohnt oder einen auf Fahrrad macht, Alter, das sind alles die Autofahrerhasser. Aber hatte ich ja schon mal in meinem Fahrradfahrervideo, in meinem Meinungsvideo dazu gesagt. Falls ihr es nicht mehr kennt, hier oben rechts ist irgendwo vielleicht eine Verlinkung oder so, müssen wir mal gucken. Ja. Na, jetzt. Jetzt hat es funktioniert. Hallo Fatih, na, alles klar? Hallo. Wie geht's dir? Hast du eben hier geklopft an der Tür? Ja, ich habe vorne an der Dings geklopft. Ach so, gehabt, ich habe das als wenn du hier geklopft hättest. Nee, ich habe vorne am Fenster geklopft. Ja, okay. Deswegen, ich stand nicht vor der Tür. Ja, mach mal jetzt zu. Mach mal ganz in Ruhe. Mach dich erstmal fertig. Ja, ja. So, Vater, gibt Marmeladenbrot, ja? Ja, Marmeladenbrot. Kaffee hast du auch? So. Ah, guck, ich kann meinen linken Arm nicht mehr richtig bewegen. Das ist scheiße. Gut. Aber das mit der Apotheke hast du habe ich geklärt. Ja, das ist doch schön. Prima. Vielen Dank. Ja. Fatih, kannst du mal in die Kamera winken? So ein bisschen. Ich muss mal. Ich will was testen. Ja, gerne. Willst du noch deine Banane essen? Nee. Soll ich das rausbringen für dich? Uh-uh. Willst du selber machen? Es bleibt alles so stehen. Okay, ja gut, oh gut. So, der Vater, ich hoffe, man kann ihn da hinten erkennen, da läuft da gerade die Rampe hoch, der muss jetzt hier hoch zum Hörgerätemenschen und zum Arzt. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit schnell noch einen Parkplatz suchen und dann muss ich mal gucken, dass ich ihn nachher auch hier vorne wieder abhole, damit er nicht so weit laufen muss. So, und wie es immer so ist, ist in Pankow kein Parkplatz frei, das heißt jetzt erstmal suchen. So Leute, ich raste gleich aus. Ich bin jetzt 10 Minuten im Kreis gefahren. Ich habe jetzt hier vorne geparkt in der Parkzone. Ich weiß nicht, was die Leute sich in diesem Rathaus ausdenken, aber ich könnte einfach ausflippen. Alles ist jetzt irgendwie mit eingeschränktem Halteverbot versehen, dass man nur noch eine Stunde parken kann. Ich könnte ausflippen, Alter. Das regt mich richtig auf. Wie kann man denn so die Stadt zerstören, Alter? Man braucht, ich hab ein Video drüber gemacht, glaube ich, vor einem Jahr oder so, dass man zu wenig Parkplätze hat in ganz Berlin. Und jetzt werden die noch weiter eingeschränkt. Da reg ich mich richtig drauf. Also schwöre, dieser Typ, dieser Bürgermeister, der hier in Pankow sitzt, in dem Rathaus da hinten, er ist der übelste. Wisst schon, was ich meine, ja? Also, so, jetzt muss ich erst mal gucken, wo der Vater ist und dann hoffentlich kriegen wir es heute hin. So. So, ich war jetzt gerade beim HNO-Arzt oben, der Vater sitzt da noch. Also ich kann da natürlich nicht filmen, wisst ihr ja. Und die haben jetzt gesagt, er muss mindestens noch 15, 20 Minuten warten. Die Zeit nutze ich jetzt aus, um mit dem Auto einen ordentlichen Parkplatz zu finden. In der Hoffnung, dass hier irgendein Penner wegfährt, damit ich dann den Parkplatz kriege, um mich dann dahin zu stellen. Weil anders geht es jetzt gar nicht mehr. Ich könnte komplett ausrasten. Ich habe so eine Wut, ich habe so eine Zornfalte, da platzt mir die Halsader. Und alles nur wegen diesem Bürgermeister von den Grünen hier im Rathaus, Alter. Kotzt mich das an, Alter.
So Leute, ich habe jetzt ultra Glück gehabt. Es ist einer weggefahren und hier seht ihr das nochmal. Eine Stunde. Kann man jetzt parken, Alter. Ich hoffe, dass das ausreicht. Ich habe jetzt meine Parkkarte reingeschmissen und habe natürlich die Uhrzeit, mit der ich jetzt angekommen bin, reingemacht, ja, damit man da nicht umgeschrieben wird. Und jetzt muss ich wieder 300 Meter in die andere Richtung laufen, weil hier ist ja auch noch Einbahnstraße. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, da vorne ist eine Baustelle. Man kann nicht mal mit dem Auto mehr zurückfahren. Wenn man jetzt in die Richtung gefahren ist, also in Richtung Kamera, dann kommt man da nicht mal mehr zurück. Ich könnte dann nur noch ausflippen. Ich könnte dann nur noch wahnsinnig werden, ehrlich. Das regt mich sowas von auf. Ich weiß auch gar nicht, welche Szene ich jetzt drin gelassen habe im Schneiden. Ich muss mal gucken, ob ich mich nachher zusammenreiße und meine Beleidigung, meine Wut, meinen Wutanfall rausgeschnitten habe. Aber sowas kotzt mich richtig an. Naja, egal. Ich gehe jetzt erstmal zum Arzt zurück, in der Hoffnung, dass der Vater jetzt gleich dran ist. Und dann müssen wir noch, wie gesagt, zum Hörgerätetypen runter. Und dann wird ja neues Hörmuster erstellt. Und da ist es ja dann so, der Hörgerätetyp hat mir erzählt, okay, er hat nur noch, ich nehme mal die Maske ab, ich bin ja hier an der frischen Luft, kann man ja machen, er hat nur noch 9-11% Hörvermögen, der Vater, ohne Hörgeräte, also er hört fast gar nichts mehr. Und das Problem ist halt auch immer, wenn halt Frauen oder Personen mit einer deutlich höheren Stimmlage sprechen, die versteht er überhaupt nicht. Ja, und jetzt ist es halt so, dass ich sage, okay, wenn jetzt der neue Hörtest gemacht ist und sich dadurch das Hören so weit verschlechtert hat, dass es nicht mehr geht, dann kriegt er ein neues Hörgerät. Und da hat dann der Typ gesagt, ja, man könnte das Hörvermögen noch mal bis zu 70% wiederherstellen. Und da muss ich sagen, da habe ich ja noch ganz gute Hoffnung, dass das irgendwie klappt. Also, jetzt erstmal zurück zum Arzt laufen und dann schauen wir gleich noch mal weiter. So, wir sind jetzt raus. Da kommt der Vater. Und wir haben ja auch noch so eine Verordnung gekriegt. Also so ein Zettel, mit dem wir jetzt zum Hörgerätetypen gehen und das Ganze fertig machen lassen. So Vater, du musst jetzt rein und dann gucken wir was. Du musst jetzt rein und dann müssen wir den Hörtest machen mit dem. Ja, ja, okay. Sehr gut. Kannst du mal die Tür aufmachen? Ist Automatiktür, geht von alleine auf. Nee, die geht nicht von alleine auf. Ja, siehst du, ja. Okay. So, wir sind jetzt fertig beim Hörgeräteakustiker und ja, sieht nicht gut aus. Also, der hat jetzt Messwerte gemacht für beide Ohren. Auf dem rechten Ohr kann der Vater noch so, ja, 60-70% hören mit einer deutlichen Lautstärkeerhöhung durchs Hörgerät halt so auf 80 Dezibel, was schon sehr laut ist. Könnt ihr ja mal googeln, wie viel 80 Dezibel ist. Ja, hört der Vater noch 70% auf dem rechten Ohr und mit einer, ja, Lautstärkenerhöhung auf 90 Dezibel hört er auf dem linken Ohr gar nichts mehr, also 5%. Er hat davon 15 Wörtern, hat er 3 richtig wiederholen können. Von 20 Zahlen 2. Da meinte der Hörgeräteakustiker auch so, ja, das kann Glück gewesen sein, kann er geraten haben. Also, dass er es nicht verstanden hat, aber so erahnt. Und ja, wenn das so ist, wie er sagt, ist das linke Ohr hinüber. Also taub. Oder was heißt taub? Er kann halt keine Geräusche mehr richtig entziffern. Er hört zwar noch ein Rauschen und ein Piepen und ein Brummen, aber die Wörter oder Zahlen zu verstehen, das kann der Vater nicht mehr. Und das ist halt übelst scheiße. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall Bescheid und er kriegt halt auch ein neues Hörgerät jetzt für sein rechtes Ohr. Und wenn es ganz gut läuft und es gut eingestellt ist, hört er darüber dann trotzdem noch genug. Oder man muss halt immer in sein rechtes Ohr halt reinquatschen. Aber wenigstens wissen wir jetzt Bescheid. So, und jetzt laufe ich zum Auto zurück, wie ihr schon seht. In der Hoffnung, dass die Polizei mich da nicht aufgeschrieben hat, weil ich hatte ja vorhin meine Fahrkarte reingeschmissen. Und die dürfte ja jetzt noch nicht abgelaufen sein. Naja, mal schauen. Aber wenigstens haben wir ja jetzt die Gewissheit darüber, was halt mit deinen Ohren los ist. Und der Mann vom Hörgeräteding hat ja jetzt gesagt, er beantragt das jetzt bei der Techniker-Krankenkasse. Das heißt ja für dich theoretisch, du kriegst ja dann wenigstens für dein rechtes Ohr ein neues Hörgerät. Und beim linken kann man das versuchen, aber ob das was bringt, ist dann auch wieder eine zweite Frage. Ja, zweite Frage, ja. Ja, muss man mal halt schauen. Aber wir haben es jetzt 10.48 Uhr und ich habe keinen Zettel bekommen von der Polizei. Ja, das ist ja sehr schön. Ja, ganz ehrlich, die haben wirklich alles an Parkzonen
in Pankow torpediert. Du kannst nirgendwo mehr gescheit parken. Wirklich, Vater, das kannst du keinem erzählen. Da reg ich mich nur drüber auf. Ja, jetzt müssen wir eben, wie gesagt, mit Sega noch, dass ich einen vernünftigen Schuh bekomme. Das versuche ich jetzt auch demnächst anzuleiern. Wie gesagt, erst ab dem 1. März ist dieser Lockdown vorbei. Da müssen wir dann Glaubst du daran? Na, wer weiß. Ich glaube das nicht. Da müssen wir mal schauen, was da passiert. Ich habe nur eine Bitte an dich, dass du mir den Rollator noch auf meine Ebene stellst. Ja, das machen wir. Alles kein Problem. Okay. So, kann ich wieder los? Ja, jetzt sind wir wieder dran. Ja, danke. Achtung, deine Tasche. Ja. Okay. Dankeschön für die Fahrt. Vater, bist du wieder zu Hause angekommen? Ja, funktioniert alles? Zu Hause angekommen. Gut. Schönen Gruß an Anita. Werde ich ausrichten. Ja. So, ich werde mich jetzt auf den Heimweg machen. Und wenn der Typ sich vom Hörgeräte-Dings meldet bei dir, dann... Dann sage ich dir Bescheid. Genau, dann klären wir das ab und dann hole ich das ab. Und wichtig ist, dein linkes Hörgerät, was du noch hast, das kaputte oder das, was, wo du nichts mehr hörst, die beiden müssen dann zurückgegeben werden. Aha. Ja, dass du die dann in einer Schale bereit machst und... Also du hast ja so ein Ding, wo du das reinpacken kannst. Okay. Gut. Oh, mein Großer, herzlichen Dank. Ich kann ja nichts dafür. Ich bin wirklich im Arsch jetzt. Ja, Vater, kann man nichts dran ändern. Aber geht ja. Ich habe Gott sei Dank immer noch die Möglichkeit, mein rechtes Ohr etwas mitzubekommen. Aber bin ich zu laut? Nee, ist alles gut, Fadi. Ist alles in Ordnung. Also, ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Und wir sehen uns dann einfach und du meldest dich bei mir, ja? Ja. Grüß zu Hause. Und grüß den Gilbert, wenn er wieder da ist, ja? Ja, wenn ich ihn heute Abend sehe. Okay. Wollen wir mal gucken. Alles klar, Fadi. Du machst die Tür richtig zu? Ja, mache ich. Okay, danke. Bis dann. Tschüssi. Ja, tschüssi. Ciao. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Vater ist erledigt. Ja, kann man gerade noch so sagen. Tag ist fast gelaufen, aber wenigstens haben wir das geschafft und ja, habt ihr ja selbst gehört, der Vater ist nicht ganz so zufrieden mit dem, was passiert ist jetzt, aber wenigstens haben wir jetzt Klarheit. So, und jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg nach Hause und dann muss ich mir was zum Mittagessen machen. Ja, ich bin jetzt auf dem Rückweg wieder, wie ihr seht. Es hat ja alles ganz gut geklappt und ein bisschen Enttäuschung ist ja auch bei mir so. Ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, ich bin schon 10 Minuten unterwegs und ja, natürlich schade, dass der Vater da auf dem linken Ohr gar nichts mehr hört oder fast gar nichts mehr hört. Aber das ist halt dann einfach so. Ich meine, das sind diese Altersbeschwerden oder bei alten Menschen ist es ja generell so, dass die ja dann weniger hören oder fast gar nichts mehr hören. Und natürlich muss man da immer überlegen, aber mein Vater ist halt auch schon 84 Jahre alt. Ist natürlich sehr, sehr schade und schränkt ihn jetzt natürlich noch weiter ein. Aber ich hoffe, dass er damit jetzt doch irgendwie zurechtkommt und solange er auf dem anderen Ohr ja noch was hört und man damit ihm reden kann und man das jetzt weiß, dann kann er das ja besser nachvollziehen. Und er sagt ja auch immer, ja, er hatte halt immer nur ein Rauschen im Ohr gehabt. Ja, wenn man halt da nichts mehr an Tönen und an Klängen so weit erkennen kann, weil es halt nicht geht, weil er keine Wörter mehr versteht, keine Zahlen, ja, dann ist es halt so, dann kann man es halt nicht ändern. Naja, auf jeden Fall bin ich auch gleich zu Hause und da kann ich natürlich wieder nur sagen, ich finde es gut, dass ich es heute geschafft habe, alles mit dem Vater gleich zu erledigen. Wir haben es gleich 12 Uhr, also waren jetzt doch 3,5 Stunden, 4 Stunden, die ich unterwegs gewesen bin. Ja, und bin ich auch ganz froh, dass ich da fertig geworden bin und dass es erledigt ist. Ansonsten bleibt mir am Ende des Videos natürlich immer nur zu sagen, falls euch dieser Vlog gefallen hat, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es bei euch, also wenn ihr das Video gesehen habt und ihr sagt so, oh, ja, ich habe auch ein älteres Familienmitglied, mein Vater ist ja wie gesagt über 80, habt ihr vielleicht eine Oma oder einen Opa, die in dem gleichen Alter sind. Und ob die auch so Beschwerden haben, ob die euch auch um die kümmert. Ich meine so, man muss sich ja um seine Familie kümmern irgendwie, damit man ja was zurückgibt, sage ich jetzt mal. Ja, und dementsprechend, ja, lasst ein Like auf dem Video da, wenn es euch gefallen hat. Und falls ihr noch keine Abonnenten meines Kanals seid, könnt ihr das natürlich jetzt kostenfrei nachholen. Dann verpasst ihr keine weiteren Vlogs, keine weiteren Meinungsvideos, keine Food-Reviews zu
ja, geilen Burgern oder Pommes oder Pizza oder was auch immer reviewen so. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann. Euer Ozok. Ciao.